Ich möchte das Pressegespräch damit beginnen, indem ich mich erstmal für das bei Heiko Scholz bedanke, für das, was er hier in den letzten 4 bis 5 Jahren, jetzt knapp 5 Jahre, geleistet hat. Heiko Scholz hat unseren Verein nicht bloß im sportlichen Bereich nach vorne gebracht, sondern in einigen Bereichen mehr. Dazu vielen Dank. Es gab ja jetzt gestern in einer Zeitung eine Pressemeldung, daher will ich nochmal klarstellen, zwischen Heiko Scholz und meiner Person, und da beziehe ich jetzt auch den Aufsichtsratsvorsitzenden, den Olaf Winkler, mit ein, passt kein Blatt Papier. Wir sind auch davon überzeugt, dass Heiko Scholz nach einer Pause hier im Verein eine andere Funktion übernehmen wird. Darüber werden wir mit ihm noch reden. Gleichwohl denken wir, dass es notwendig ist, dass wenn jemand 4 bis 5 Jahre oder jetzt knapp 5 Jahre, im Oktober sind es ja nun 5 Jahre, hier im Verein in dieser Intensität gearbeitet hat als Cheftrainer des 1. FC Lokomotive Leipzig und darüber hinaus viele andere Themen beackert hat, dass Heiko Scholz da auch eine kleine Pause benötigt, um dann in einer anderen Funktion hier bei uns bei Lok Leipzig durchstarten zu können. Wir sind mit Heiko Scholz, ich und der Olaf Winkler, wir sind mit Heiko Scholz im ständigen Kontakt und das läuft auch alles auf einer absolut ordentlichen, fairen Art und Weise, wie auch diese ganze Freistellung und Beurlaubung ordentlich und fair vollzogen wurde. Ja, zu unserem neuen Cheftrainer Björn Joppe. Wir hatten uns natürlich in der Vergangenheit gefragt, was ist, wenn es denn zu dem Punkt kommt, wenn wir tatsächlich dann einen anderen Trainer benötigen. Wir wären ein schlechter Vorstand und eine schlechte Geschäftsführung gewesen, wenn wir uns nicht auf diesen Tag X vorbereitet hätten, auch wenngleich wir bis zuletzt gehofft haben, dass Scholle hier mit gegen Halberstadt noch die Wende schafft. Wir hatten uns überlegt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist, so nah. Björn Joppe hat, wir kennen ihn jetzt seit Juli 2018, er hat hier bei uns im Nachwuchsbereich hervorragende Arbeit bis dato geleistet, hat unserer Nachwuchsabteilung neue Impulse geben können. Ich habe ihn als absolut selbstbewussten Menschen kennenlernen dürfen, mit einer klaren Ansage, mit sportlichen Konzepten, auch in Sachen Disziplin hat er da seine Vorstellungen und setzt die auch ohne Kompromisse um. Wir hatten uns dann für Björn Joppe entschieden, wobei ich sagen muss, und das gilt auch für Markus Krug, Björn Joppe und Markus Krug waren da in unsere Pläne, die also bloß in einem ganz kleinen Kreis besprochen wurden, nicht eingeweiht. Wir haben erst mit Björn Joppe gesprochen, nachdem die Freistellung von Heiko Scholz erfolgt war. Markus Krug, mit ihm hatten wir dann am Sonntagmorgen ein Gespräch geführt. Wir sind der Meinung, dass es jetzt so einen Typen wie Markus Krug da auch in Verantwortung dort hinten bei der ersten Herrenmannschaft benötigt. Markus Krug ist hier eine Identifikationsfigur im Verein. Sein Wort hat bei der ersten Mannschaft Gewicht, wie auch im gesamten Verein. Es ist ein guter Motivator und wir sind der festen Überzeugung, dass Markus Krug jetzt auch in dieser herausgehobenen Stellung, in der er jetzt den Björn Joppe unterstützen wird, der Mannschaft da hinten gut tun wird. Gleichzeitig gehören zum Trainerteam der Ronny Sohrmann und der Mike Kischko. Ich wünsche unseren Trainern, unserem Trainerteam alles erdenklich Gute. Wie ist es abgelaufen? Ich denke mal, erstmal war die Enttäuschung sehr groß, weil
Michael Scholz ist natürlich für mich auch ein sehr guter Freund und ich glaube, wir haben uns alle erhofft im Verein, dass wir die 3 Punkte gegen Halberstadt holen. Ich war eigentlich schon auf dem Weg nach Hause, weil meine Eltern auch zu Besuch waren und dann kam halt dieser Anruf von Hermit und ich konnte mir auf der Fahrt hierhin schon ein bisschen vorstellen, worauf es vielleicht hinausläuft. Aber für mich war auch keine Frage, das zu übernehmen. Ich traue mir das zu und ich glaube, in so einer schwierigen Situation will ich natürlich auch dem Verein und der Mannschaft helfen. Alle haben gesehen, was in den letzten Wochen hier sportlich passiert ist, dass die Mannschaft auch ein bisschen verunsichert ist, dass dann halt die einfachen Tore dann mal nicht gemacht werden aufgrund der sportlichen Situation. Ich glaube auch, dass viele Spieler nach dem Verurlaubung von Heiko Scholz das mehr oder weniger familiär war, anstatt sportlich gesehen, weil viele arbeiten mit Herr Scholz schon 5 Jahre zusammen. Und ich glaube, daran muss ich so ein bisschen arbeiten. Ich muss jetzt gucken, in den letzten Tagen so ein bisschen die Lockerheit wieder reinzukriegen in den Kopf und das, was geschehen ist, versuchen ein bisschen aus dem Kopf zu kriegen, damit wir am Samstag hoffentlich auch wieder frei ins Spiel gehen können. Aus meiner Sicht, glaube ich, kommt der Gegner für uns gerade in der Situation richtig. Weil ich denke mal, Chemnitz kommt mit ganz breiter Brust auf den Platz, da schwappt schon alles über. Ich meine aber auch zu Recht, wenn man so einen Saisonauftakt hat, das ist natürlich überragend. Und wir fahren dahin und haben eigentlich nichts zu verlieren. Für uns zählt einfach nur, anders aufzutreten. Das heißt, dass wir wieder eine Einheit auf dem Platz sind, dass man das sieht, dass wir auch kämpfen bis zum Umfallen. Und was am Ende dann erstmal rumspringt, ist erstmal Nebensache. Aber ich bin davon überzeugt, so wie ich jetzt ja auch die letzten Tage das Training gesehen habe, dass wir uns da vor allem taktisch diszipliniert spielen, dass wir da auch was mitnehmen. Also ich glaube erstmal, dass im Vordergrund steht, das, was sportlich passiert ist, aus dem Kopf zu kriegen, wieder Selbstbewusstsein zu kriegen. Das versuchen wir im Training, wo ich sage, auch wieder Spaß reinzukriegen. Das heißt jetzt nicht, dass wir vorher keinen Spaß hatten, aber halt diese Lockerheit wieder reinzukriegen. Wo wollen wir sportlich hin? Natürlich will man jedes Spiel gewinnen. Und wenn man jedes Spiel gewinnt, sieht man, wo Chemnitz steht. Ich denke mal, das ist jetzt erstmal Nebensache. Ich glaube, wir müssen halt gucken, dass wir unser Selbstbewusstsein bei den einzelnen Spielern, weil ich glaube, es liegt nicht an der Qualität. Und wenn wir da wieder sind, dass auch jeder vor Selbstbewusstsein strotzt, dann werden wir auch wieder in den sportlichen Erfolg kommen. Ich war natürlich auch überrascht, als es dazu kam. Und ich werde vor allem trotzdem in erster Linie ein spielender Co-Trainer sein, das heißt, ich werde in erster Linie Spieler sein und in allen Belangen, wo ich Björn Joppe helfen kann, natürlich helfen und unterstützen. Aber dafür haben wir ja auch noch ein größeres Team ringsherum, noch mit Ronny Sommer, der beim Training sehr viel mitmacht und ein Kischer als Torwarttrainer. Und ja, wie gesagt, sobald irgendwo Hilfe bei mir zu erwarten ist vom Trainer, werde ich die natürlich erfüllen und so, dass wir zusammen irgendwie hier einen Kahn aus dem Dreck holen. Wir sind eine intakte Mannschaft, nach wie vor bin ich der Meinung. Und die Qualität, wie es der Trainer gesagt hat, daran liegt es auch nicht, wenn ich das jetzt hier im Training wieder gesehen habe, die letzten Trainingseinheiten. Ja, wir müssen jetzt zusehen, dass es einem Kopf klar werden, der Druck, sag ich mal, so ein bisschen raus aus den Köpfen kommt, dann ist einfach wieder der Spaß am einfachen Fußball und dann wird sich die Qualität hoffentlich bald auszahlen. Benny Kirsten ist am Dienstag das erste Mal so ein bisschen ins Training eingestiegen, um zu gucken, wie es funktioniert. Das war auch sehr positiv. Muss aber auch klar sagen, dass am Samstag Lukas Wenzel spielt. Wir brauchen Benny Kirsten, keine Frage. Aber ich finde, er sollte jetzt auch erstmal 2, 3 Einheiten komplett mitmachen mit der Mannschaft. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Lukas Wenzel hat mir am Samstag sehr gut gefallen. Er hat von Anfang an eine Sicherheit hinten reingebracht und hat auch eine gewisse Ausstrahlung gehabt. Und ja, er ist zwar erst 19 Jahre, aber ich möchte ihm das Spiel in Chemnitz gönnen, weil ich glaube, das ist auch für ihn dann was Besonderes. Und dann zum nächsten Heimspiel müssen wir dann mal gucken, wie wir es machen. Wir werden auf jeden Fall anders auflaufen. Einige werden auch vielleicht mal eine Position spielen, die sie jetzt in den letzten Wochen nicht gespielt haben. Aber ich denke mal, in erster Linie ist es im Profifußball so, in erster Linie freut man sich in der ersten Elf zu sein und wo man dann spielt, ist eigentlich egal. Im Moment ist es sowieso, dass sich jeder im Dienst der Mannschaft stellen muss und wir gemeinsam nur da rauskommen, wo wir gerade drin stecken.
Und da ist es eigentlich auch egal, welches System du spielst. Ob du eine Dreierkette, Viererkette, Achterkette, wie auch immer spielen willst, es müssen alle mitarbeiten, weil sobald eins, zwei nicht mitarbeiten, hast du eh ein Problem. Darum finde ich auch immer diese Frage, wie will man spielen, finde ich eigentlich uninteressant. Klar hat man irgendwo ein Grundsystem, wo ich einfach sage, man hat eine Grundposition, wenn man anfängt, gegen den Ball zu arbeiten. Aber im Endeffekt ist es doch dann so, dass ich im Prinzip alle 10 Sekunden anhalten kann und du hast ein anderes System. Ja. Darum, wie gesagt, also ich bin immer der Meinung, welches System ist egal, es müssen alle mitarbeiten. Und das fängt vorne an und hört hinten auf. Und wenn das alle tun, und wenn ich das im Training gesehen habe, dann bin ich mir eigentlich auch nicht bange für Samstag. Also mein Wunsch an die Fans ist im Prinzip eigentlich ganz einfach, dass sie hinter der Mannschaft stehen. Ja, ich weiß, die Ziele, die am Anfang ausgegeben worden sind, werden dieses Jahr nicht eintreffen. Und da, wo wir auch gerade stehen, bist du weit weg davon. Aber ich glaube auch, wenn die Fans zeigen, dass sie hinter der Mannschaft stehen, kriegen wir die Verunsicherung schneller raus. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass die Fans sowohl am Samstag, sowohl aber auch am Mittwoch im Heimspiel meinen Jungs zeigen, dass sie komplett hinter denen stehen, auch in schlechten Zeiten.